Herzlich willkommen. Wollen wir on the play oder on the draw sein? Wir haben zwar günstigen Removal, wodurch man vielleicht zuerst ziehen möchte. Weil es durchaus sein kann, dass diese Schlacht hier auf eine Materialschlacht, eine Ressourcenschlacht hinausläuft. Weil wir auch nicht so gut. Wir haben ja keine Evasion oder sowas in unserem Deck, aber wegen Risen Reef und anderen Möglichkeiten, zum Beispiel Chantress Embercat und danach Scorcher, denke ich mal, dass On the Play grundsätzlich vielleicht besser ist. Wir haben eben schon die Möglichkeiten, auch aggressiv zu werden, und die werden wir jetzt hier auskosten. Oh, ich habe vergessen, Hallo zu sagen. Okay. Der Gegner hat eine Runde ausgesetzt, um nicht aufs Board zu spielen. Hardpiercer Bow ist gut gegen unsere Scorcher. Auf der anderen Seite dauert das eine Weile, die zum Laufen zu bringen. Aber wenn wir den Gegner jetzt in die Defensive zwingen. Ja, ich werde mal sehen, was der Gegner macht, und lieber angreifen. Sie können hier so oder so halt gut rauskommen mit 2-Drop, 3-Drop, 4-Drop. Okay, gerne. Gegner möchte nicht für 1 ausrüsten. Das heißt, er hat vermutlich Might of the Masses offen. Sonst hätte er auf jeden Fall ausgerüstet. Aber gut, kein Problem für mich. Wir greifen einfach an. Tauschen wir Might of the Masses gegen unser Embercat eigentlich nicht. Von daher, wir tauschen aber unser Might of the Masses auf jeden Fall gegen Embercat und Corsa. Wir können jetzt hier den Kelden Raider ausspielen. Ich werde hier nichts abwerfen. Klar, die Scorcher sehen nicht super aus gegen den Bow, aber muss bedenken, es dauert auch wieder mehrere Runden. Und der Gegner muss angreifen, wozu der gerade eigentlich nicht in der Lage ist. Und wenn wir jetzt, also, und wir können damit wegen dem Haste den Gegner auch vielleicht aus dem Nichts irgendwie töten. Wäre Reduce to Ashes und Angriff für 9 hier eine gute Option? Oder wollen wir lieber vorsichtig spielen, angreifen, unseren Raider gegen Embercat und Might of the Masses tauschen? Oder eventuell Growth Cycle fressen. Ja, ich denke mal, ich möchte hier lieber Wurstclaw ausspielen. Diese Kreaturen scheren mich nicht wirklich, und wir können Reduce to Ashes immer noch nutzen, um eine größere Kreatur aus dem Weg zu räumen. Ja, wird jetzt Might of the Masses oder Growth Cycle kommen. Oder Infuriate von mir aus. Kein Problem für uns. Wir haben Zeit. Ja, der Gegner kann einfach nicht genug entgegensetzen. Hat vielleicht zu viele Combat Tricks auf der Hand gehabt. Wie gesagt, ich bin ja immer noch relativ sicher, dass der ein Might of the Masses auch noch auf der Hand hatte, weswegen der den Bow nicht ausgerüstet hat. Auf der anderen Seite, ja doch, doch, doch. Das hat schon Sinn gemacht, weil wir mit dem Embercat nicht angegriffen haben.
Der hätte mit Sicherheit das Embercat geblockt, Might of the Masses gespielt. Ist meine Theorie. Natürlich möglich, dass das nicht stimmt, aber ja, ist in Ordnung. Haben wir hier irgendwas gesehen, was wir gegen wir sideboarden wollen? Nicht wirklich. Combat Tricks. Da sind halt Möglichkeiten, so im Instant Speed zu reagieren gut. Hard Piercer Bow, wir wollen also keine Kreatur mit einer Toughness haben. Risen Reef, okay. Scampering Scorcher, okay. Wenn wir da ins ja, Hintertreffen geraten, aber sollten wir hier vielleicht Risen Reef rausholen? Aber kann auch sein, dass der Gegner, weil er auch keine Ein-Toughness-Kreatur gesehen hat, den Hardpiercer wo rausnimmt. Er muss es halt auch erstmal ziehen, selbst wenn er es drin lässt. Nee, ich finde. Ich denke, wir können es so lassen. Ich wäre hier sogar wirklich versucht, gegen den Gegnern Pump Spell auch mit reinzubringen. Denn die sind ganz gut sonst gegen unser Deck. Flamesweep ist schön. Als Reaktion auf den Pump Spell, man muss sehr vorsichtig sein mit Flamesweep, wenn der Gegner Mana offen hat. Das haben wir auch in einem vorigen Draft gesehen, wo ich das eingesetzt hatte und der Gegner als Reaktion darauf noch einen Combat-Trick einsetzen konnte. Okay, die Hand ist riskant, aber ich werde sie behalten. Ripscale Predator ist im Moment eine total tote Karte. Aber Risen Reef braucht nur ein Land, um zu Risen Reef zu kommen, wodurch wir dann auch ziemlich sicher das nächste Land haben, wodurch wir Brightwood Tracker oder Scampering Scorcher spielen können. Und wir werden direkt belohnt mit einem Mountain. Wir hoffen jetzt keinen Hardpiercer Vow zu sehen. Aha, sondern wir sehen einen Sky Knight Vanguard. Wo ist das Grün vom Gegner hin? Oder splasht er den? Vielleicht spielt er auch einfach Naya. Naya ist die Kombination aus Weiß, Rot und Grün. Joa. Zuerst Risen Reef und vielleicht den Gegner sozusagen dazu verleiten, noch mehr zu auszuspielen. Jetzt hat der Gegner auch theoretisch noch ein Might of the Masses offen. Ja, ich spiele es Risen Reef aus. Ich bin mal greedy. Wir haben schon ein Land ausgespielt, also werde ich mich hier mit rampen. Scampering Scorcher nächste Runde ist natürlich super Premium. Wir werden dafür eine Menge Schaden nehmen. Es kann auch sein, dass das Risen Reef jetzt einfach stirbt. Zum Beispiel durch einen Hardpiercer Bow. Das ist okay. Und ich. Der Gegner hat immer noch Infuriate offen. Das macht mich nicht so glücklich. Ja, ich schätze auch mal, dass der Gegner noch was in der Hinterhand hat. Solange er dieses Rot offen hat und Infuriate spielen kann, ist Flamesweep nicht so super. Wäre es hier eine Option, Pack Mastiff auszuspielen und dann Rabbit Bite gegen Infuriate zu traden? Wäre das eine Option für uns? Oder wollen wir lieber Brightwood Tracker und das Infuriate so aus der Hand vom Gegner rausholen? Ja, Brightwood Tracker ist in dem Fall besser, da er selber nicht auf Flamesweep stirbt. Müssen hier ist natürlich wirklich vorsichtig sein, weil ja, wir ziemlich weit zurückliegen. Flamesweep ist natürlich genau für so eine Situation richtig, aber halt auch genau deshalb müssen wir gut aufpassen, dass der Gegner wirklich keinen Infuriate mehr offen hat.
wenn wir Flamesweep spielen. Da blocke ich doch auf jeden Fall. Infuriate. Komm schon. Jawohl. Der Gegner hat genau in unsere Fallenkarte reingespielt. Ah, Griffin Protector. Ungünstig, aber früher oder später werden wir auch den entfernen können mit unserem Rabbit Bite. Wir sind jetzt hier schon mal sehr froh darum, dass wir einfach mit Flamesweep das Board vom Gegner ausradieren können. Fast das ganze Board vom Gegner, Packmastiff raus. Hoffentlich nächste Runde noch ein Land ziehen, dann können wir nämlich Kelden Raider und mit dem den Griffin Protector ausschalten. Und dann sollte das Ganze laufen. Okay, Battalion Foot Soldier, nicht schlecht. Gibt dem Gegner noch ein paar zusätzliche Ressourcen. Aber die 2-2er werden in diesem späten Spielverlauf wohl nicht mehr so relevant sein. Mit Hardpiercer Bow natürlich ein bisschen mehr noch. Schön. Gesagt, ordentlich. Und wir werden hier auch das Packmastiff gegen so einen Foot Soldier traden müssen nächste Runde. Aber das ist okay. Was mir nicht gefällt, ist, dass wir jetzt hier kein Land gezogen haben, sondern Gift of Paradise. Das heißt, wir können leider nicht die Sachen machen, die ich vorhabe, sondern werden. Moment, wenn ich das spiele, habe ich noch drei Mana übrig, das reicht nicht. Ja, ein Mana zu wenig, das heißt, wir werden jetzt hier leider das einsetzen müssen, Rabbit Bite, um den Griffin Protector auszuschalten. Keinen Angriff. Hoffen, dass der Gegner brickt und dann stabilisieren. Gift of Paradise gibt uns nochmal ein bisschen Leben. Predator und Raider können hier nochmal gute Arbeit verrichten. Hoffen wir, dass das der letzte Trick vom Gegner war. Sehr gut. Keine Kreatur bitte. Es ist eine unangenehme Kreatur, aber es ist noch okay. Das werden wir auch noch überleben. Zusätzliches Land, sehr gut. Gift of Paradise und dann Kelden Raider oder Scampering Scorcher, um mehr Blocker zu haben. Beides okay. Ich glaube, ich werde hier tatsächlich ganz gerne den Scampering Scorcher ziehen, spielen, um uns ein bisschen Zeit zu verschaffen. Weil Kelden Raider letztlich ja doch nur mit einer Kreatur tradet hier. Und eventuell können wir seinen Discard noch gebrauchen. Das heißt, ich spiele ihn tatsächlich hier nur als quasi Jump-Blocker aus. Nee, Quatsch, wollte ich sagen. Können gegen den Soldier traden. Zwei Schaden kommen durch. Können wir uns leisten. Growth Cycle tötet uns damit nicht. Wunderbärchen. Hier können wir entweder Predator raus, weil Kelden Raider auch wieder nur tradet. Ja, ich denke mal, der Ripscale Predator hier ist, auch wenn der Gegner kein Pacifism oder sowas hat, stabilisiert er sehr gut. Obwohl, hui, das ist ja nochmal gut gelaufen hier. Kelden Raider. Island abwerfen. Super, eine Mammoth Spider gefällt mir hier. Und ich werde diese Runde noch keinen Angriff starten, erst ab nächste Runde. Und nur für den Fall, dass wir noch eine weitere Kreatur ziehen, mit der wir angreifen wollen. Auch die Spider werde ich das Land ausspielen. Okay, supi.
Ja, ordentlich Schaden. Drohen wir den Gegner Lethal an, nächste Runde. Wir haben das Spider verteidigt hier ganz hervorragend. Mit, naja, einem Infuriate und einem Reduce to Ashes hätten wir hier verlieren können, aber wie gesagt, wegen den 10 Schaden war es mir hier wert anzugreifen, weil der Gegner dann nächste Runde gezwungen ist zu blocken, wenn er keine Kreatur zieht, also zu jumpen. Oder wenn er halt nicht die Möglichkeit sieht, uns zu töten. Jo, alles klar, ist ja gut gelaufen. Dann würde ich mal sagen, war ein nettes Game. Und wir starten los in die nächste Runde. Bis gleich. Herzlich willkommen in der zweiten Runde. Wir wollen wieder on the play sein mit unserem Risen Reef. Wir wollen diese Hand hier nicht behalten, da wir nichts zu tun haben damit. Diese Hand auf der anderen Seite ist durchaus haltbar. Wir haben genug Six Drops, wir können den Wurfscrown runterlegen. Wir sind noch weit davon entfernt, den zu spielen. Wir brauchen die Länder. Ember Cat können wir gut gebrauchen, wenn wir wenig Mana haben. Gift of Paradise hilft uns, auch weiter nach oben zu kommen. Wir haben jetzt hier zwar keinen super Spielplan, wir können eigentlich nur gut verteidigen, aber hey, kein Problem. Wir sehen wieder Leute, die Heartpiercer Bow Main Deck spielen. Ja, ist natürlich nervig, wenn wir gerade auf unserem Scampering-Scorcher-Trip sind, aber das ist wohl auch der Grund, warum die Leute gerne einen Heartpiercer Bow im Main Deck spielen, weil sie sowas befürchten. Joa, hätten jetzt natürlich das Ember Cat auch größer machen können, aber wozu? Greifen hier mit allen an, denn die 1-1er sind sowieso des Todes geweiht durch den Bow. Und in diesem Fall bekommen wir Value in Form von einem Leben und einem +1 Counter für den Overgrowth. Wunderbärchen. Da können unsere Elementals auch weiterhin gut rein angreifen. Wie gesagt, jedes Elemental, was stirbt, macht unseren Overgrowth stärker. Wir sind zwar hier nicht wirklich froh um den Trade mit dem Servant, aber der Gegner verzichtet auch darauf, das zu tun. Ich frage mich, was der Gegner hier für ein Mana offen gelassen hat. Vielleicht hat er das auch einfach vergessen, den Bow anzulegen. Jetzt, wo der Gegner schon, wollte sagen, jetzt, wo der Gegner schon beide Kreaturen vor den Overgrowth werfen muss, würde ich auch mit dem angreifen. War auch ein zusätzlicher Grund für mich, um mit dem 1-1er anzugreifen. Ich wollte ja meinen Overgrowth Elemental nicht gegen den Undead Servant traden, aber gegen Undead Servant und Scuttlemutt ist das eine andere An Angelegenheit. So, jetzt die Frage: Blau und Weiß, Blau und Schwarz. Wollen wir Fry mit reinnehmen? Blau und Schwarz hat häufig Removal, obwohl der Blaue ja auch die Kreatur da lässt. Ich habe jetzt nur gedacht, ob Rabbit Bite sinnvoll ist. Flamesweep sah gut aus gegen die Kreaturen vom Gegner, die wir gesehen haben. Risen Reef sah wieder problematisch aus mit dem Heartpiercer Bow. Wo es halt auch wieder sein kann, dass der Gegner es rausnimmt. Plummet sollte normalerweise gegen die Finisher von Blau gut sein. Wand sah nicht gut aus.
Ja. Ja, ich denke mal, wegen dem Removal-Potenzial vom Gegner nehme ich einen Rabbit Bite raus für einen Fry. Mal ein bisschen spekulativ sein. Wir haben jetzt überhaupt keine blaue Kreatur gesehen, aber das heißt nicht, dass da keine kommt. Der Gegner wird uns für ein aggressives Deck halten und vermutlich ein paar günstigere Kreaturen reinwerfen. Zumindest wenn es ein Gegner ist, der an Sideboarden gewöhnt ist. Die Hand sieht riskant aus, aber ich schätze mal, wir haben vom Gegner auch keine Aggression zu befürchten. Zumindest nicht allzu viel. Mit einem weiteren Land haben wir Gift of Paradise oder Overgrowth Elemental. Und wir kommen halt dann in Richtung Ripscale Predator und Gargos. Und klar, die sind auch nicht Premium gegen ein Removal-Deck, was ja halt Blau-Schwarz-Control häufig ist. Aber okay. Wunderschön. Also für den Gegner. Für uns natürlich nervig. Wollen wir hier greedy werden? Ja, Greed ist gut, Greed ist gut. Wir brauchen nicht wirklich den Overgrowth Elemental an der Stelle. Wir können auch darauf warten, dass der irgendeinen anderen Elemental pumpen kann. Wenn wir zum Beispiel Chantress Embercat nächste Runde ziehen, haben wir 5 Mana zur Verfügung, können erst das ausspielen und dann den Overgrowth Elemental. Supi. Joa, ich kaufe uns weiter Zeit, spiele Reduce to Ashes auf den Undead Servant. Das ist natürlich, sieht ein bisschen merkwürdig aus an der Stelle, aber wir fangen ab nächster Runde an, unsere Fetties zu droppen. Und wir wollen den Undead Servant ja auch wirklich nicht im Graveyard haben. Dann Matcher, um noch einen Cloudcancer hier zu bekommen. Oh, jetzt bin ich aber wirklich neidisch. Also wirklich, was fällt dem Gegner ein? Okay, keine von unseren Kreaturen hat Reach leider. Schade, aber ich sag mal hier, Kollege, deal with it, wenn der Gegner versucht, in der Luft zu traden. Ich weiß nicht, wie er in Blau und Schwarz Gargos ausschalten will, ohne ihn zu targeten. Vielleicht mit Blade Brand. Also wir hoffen jetzt, dass der Gegner keinen Blade Brand hat. Wow, 3 Cloudkins hier, Mann. Vielleicht verlieren wir dieses Spiel doch. Denn, also, das ist wirklich krass. Aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich kein Blade Brand, zumindest. Es sei denn, das war die letzte Karte, die der Gegner gezogen hat, denn sonst hätte der Gegner bestimmt 2 Mana offen gelassen, Pattern Matcher und Blade Brand Gargos auszuschalten. Wir werden hier auf jeden Fall aggressiv und spielen Ripscale Predator aus. Greifen erstmal mit Vigilant an, mit Gargos. Gegner möchte schon Chump blocken und uns offensichtlich in der Luft ausschalten. Das ist okay, das ist vermutlich ein guter Plan. Das mit dem in der Luft ausschalten, das mit Chump blocken an der Stelle finde ich nicht. Aber wenn der Gegner kein Blade Brand im Deck hat, dann könnte es vielleicht angemessen sein. Aber dass er weder Blade Brand noch Bone, oh Gott, auch noch Agent of Treachery. Leute, ey, was soll das eigentlich? Nee. Okay, das ist unfair. Das ist wirklich unfair. Also dagegen werden wir verlieren. Also bis dahin sah es ja echt gut aus für uns. Das ist wohl der Grund, warum der Gegner auch mit Pattern Matcher gechumpt hat. Da hab ich gedacht, naja, ich klau den Gargos eh nächste Runde. Wir können auch nichts schocken vom Gegner, weil Gargos dann triggert. Heißt das jetzt ernsthaft, wir müssen unsere Kreaturen traden gegen Gargos. Wow.
Rapscale Predator ist nicht groß genug, um ihn zu blocken. Ich fasse es nicht. Wenn wir den ausspielen, können wir ihn dreimal pumpen. Eins, zwei und haben dann eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Auf fünf, das reicht leider auch nicht. Nein, also, ja. Also, ja, Gargos macht uns hier auf jeden Fall kaputt. Ohne Frage. Also Agent of Tragedy macht uns kaputt. Mit unserem eigenen Gargos. Der Gegner greift nicht an mit Gargos, okay. Will uns wohl halt überhaupt keine Möglichkeiten geben, wie wir da nochmal rauskommen. Na gut. Ja, wir kriegen mit Parkmaster von Overgrowth Elemental nur 6 Schaden zusammen, das heißt, wir werden hier Ripscale Predator und Packmastiff aufwenden müssen. Und wir können noch nicht mal unseren Overgrowth Elemental größer bekommen. Wir bekommen 2 Leben dazu, aber das war's. Wenn der Gegner hier jetzt Interaktion hat, ist klar, dann müssen wir wohl aufgeben. Ja. Das war aber ein, ja, klassischer 4-4-1 für den Gegner oder so. Agent of Treachery, also er hat die Karte Agent of Treachery eingesetzt. Ist ein 2-3er an sich. Hat dafür unseren Gargos getötet und selber in Gargos bekommen. 3 und dann noch 2 5-4-1. Also, ja, wie gesagt. Und jetzt noch ein Air Elemental hinterher. Na gut, also, ja, das, ja, weiß nicht, was ich da ausrichten soll. Also, das ist ja ein krankes Deck vom Gegner. Wow. Super, super stark. Act of Treason? Nee, kann nicht richtig sein. Boah, beim Late Game können wir nicht wirklich mithalten mit dem. Noch ein Plummet rein. Was sollen wir ausrichten gegen den? Was sollen wir ausrichten gegen den hier? Gegen den Rhythmenmacher. Auch Agent of Treachery genannt. Den können wir eigentlich nicht besiegen mit dem, was wir hier haben. Was soll man ausrichten gegen so viel Hass? Wirklich Boshaftigkeit. Ja, könnte halt höchstens drüber nachdenken, einen von den großen Kreaturen rauszunehmen. Aber wenn der Gegner nicht seinen Agent of Treachery hat, dann machen die sich wirklich gut. Huch, habe ich da etwa auf Submit gedrückt? Mit 41 Karten? Oh nein. Wie konnte das denn nur passieren? Ja, on the play. Wir müssen versuchen, Gegner ein bisschen zu überrennen. Mit einem einsamen Packmaster wird das nicht so einfach, aber okay. Vielleicht ziehen wir unser Blau nach innerhalb der ersten 2 Draws. Dann sind wir natürlich super dabei. Okay, das ist jetzt nicht mega gut, aber das ist anständig. Ah, der Gegner mit seinen 2. Mit seinen 3 Cloudcans hier, mit seinem Air Elemental, mit seinem Agent of Treachery. Der macht mich fertig. Vernünftigerweise hat der Gegner einen Barony Vampire gespielt, um ein bisschen Trading-Action zu bekommen. Keine schlechte Idee. Wir haben halt leider auch nicht wirklich was am Laufen. Wir wollen eigentlich keine von diesen Kreaturen verlieren. Wir wollen Embercat, um Wurstclaw auszuspielen und wollen
mit massiven Schaden machen. Aber wir haben immer noch einen 2-Drop gegen einen 3-Drop getradet. Da gibt's Schlechteres. Undead Servant, okay. Wir hoffen jetzt inständig auf ein Land. Immerhin ein Centaur Courser. Angriff mit Amber Cat. Auch wenn es weh tut. Vielleicht ein Fehler. Vielleicht das Richtige. Aber wir wollten auch nicht, dass Servant mit Courser tradet. Okay, Scuttlemutt. Easy. Wir befürchten nur, dass das heißt, dass wenn der Gegner so viele Spells noch auf der Hand hat, dass er sich einfach, dass er jetzt ein Land ausspielt und Agent of Treachery oder sowas spielt. Oder zwei Cloudkins hier. Oh Gott. So viel Value. Was soll ein Mensch gegen so viel Value nur ausrichten? Ja, wir können hier Corsa gegen Padamatcher traden. Weiß nicht mal, was uns das eigentlich bringen. Vielleicht brauchen wir Corsa, um unseren eigenen Gargos zu blocken, früher oder später. Ein Angriff macht hier nicht wirklich Sinn. Wofür wollen wir denn das Board frei bekommen? Eventuell, um selber Garros zu spielen. Also vielleicht war es jetzt auch ein Fehler, nicht anzugreifen. Der Gegner wartet vermutlich auf ein Fetti von uns, um seinen Agent auszuspielen. Mob Piranhas, gute Wahl. Das ist halt... Das hier ist halt wirklich nur widerlich, ne? Und du fragst dich so, ja, was soll ich denn machen? Es kann nicht sein. Also ich bin jetzt tatsächlich an der Stelle, wo ich sage, unsere Hoffnung ist, dass der Gegner Agent of Treachery ausspielt, um Mammoth Spider zu klauen, damit wir wenigstens unseren Gargos selber behalten können. Aber das hier ist so. Ja. Ja, müssen wir machen, ne? Kann ja auch nicht angreifen hier auf das Board. Und da ist wenigstens ein zusätzlicher Buddy weg, wenn unser Gargos durchkommen möchte. Thief, okay. Wenn die letzte Karte auf der Hand vom Gegner Agent of Treachery ist, dann sind wir natürlich komplett geliefert. Wir sind ja so schon massiv zurück. Der Gegner tötet uns in drei Angriffen. Vielleicht sogar in zwei. Wir müssen jetzt hier unseren Sideboard Removal langsam ziehen. Okay, wahrscheinlich auch Sideboard-Option vom Gegner. Gute Idee auf jeden Fall. Flame Sweep. Was macht Flame Sweep? Tötet unseren Overgrowth leider. Tötet aber auch viel vom Gegner. Wir können unseren Overgrowth nicht unbedingt größer bekommen. Die Mob Piranhas bleiben leider am Leben und die Abomination. Also ermöglichen uns auch keine wirklich guten Angriffe, aber wir werden es wohl tun müssen, um die Flieger loszuwerden. Und den Thief. Lohnt es sich hier, die Scorcher zu spielen, um den... Ne, der Overgrowth stirbt gleichzeitig. Vielleicht Scorcher, Angriff und dann
hoffen wir darauf, dass der Gegner blockt, damit unser Overgrowth größer wird. Wird's das? Vermutlich wird der Gegner es durchlassen, aber kauft uns so auch noch mal eine Menge Leben. Weiß nicht, wie wertvoll das ist, aber könnte Sinn ergeben. Der Gegner fragt sich vermutlich, was dieser Quatsch hier soll. Das war genau das, was wir gehofft haben. Damit hat der Gegner genau in unsere Fallenkarte reingespielt. Denn jetzt kriegen wir auch noch die Mode Piranhas. Hahaha. Vielleicht hat sich der Gegner gedacht, ja, der will einfach nur Leben dazu bekommen, noch eine große Kreatur. Und dann macht's Wumms. Das war vielleicht unsere Möglichkeit hier zu gewinnen. Overgrowth ist gigantisch. Wir haben zwei große Kreaturen gegen die Abomination vom Gegner. Das könnte unsere Chance sein. Selbst gegen Agent of Treachery haben wir jetzt noch eine Chance. Und wenn der Gegner ihn hat, dann wird er ihn jetzt ausspielen. Denn das hier lohnt sich auf jeden Fall mit Wurfsclaw, Overgrowth, Elemental. Die lohnen sich beide zu klauen. Uff, uiuiui. Okay, das ist stark. Damit kann der Gegner das wieder aufholen. Wow, der hat ja wirklich zwei Abominations reingebracht. Okay. Riskant, aber okay. Ja, wir bekommen hier auch nicht wirklich eine bessere Option. Wir greifen an. Ja, werden Abomination gegen Wurfsclaw, Abomination gegen Overgrowth Elemental ausspielen. Aber das Spiel ist ja nochmal richtig spannend geworden. Ich war natürlich schon sehr schlecht drauf, weil ich den Agent befürchtet habe und der wird auch früher oder später kommen. Das heißt, wir müssen das jetzt irgendwie beenden. Ich weiß natürlich nicht, noch nicht wie, aber irgendwie. Ja, ich bin bereit, Gargos gegen Abomination zu tauschen. Wir können uns hier die. Wir haben ja nicht mehr die Zeit. Oh nein, ist das ein Agent of Treachery? Ah, nein. Ich glaube, der Gegner hat eine Agent of Treachery gezogen. Ja, das wird dann natürlich Good Game sein, aber okay. Ach, noch ein Cavalier of Gales, okay. Wir wollen den auf jeden Fall vorher töten, bevor seine Fähigkeit, Gegner seine Fähigkeit eingesetzt hat. Aber der bekommt jetzt so gute Card Selection, da wird wahrscheinlich ein Agent of Treachery dabei sein. Wir können nur die Hoffnung haben, dass wir es irgendwie schaffen, mit Shock und Risen Reef und sonst irgendwie den noch irgendwie tot zu bekommen. Aber unwahrscheinlich. Auch dass er jetzt nichts ausspielen kann, ist halt unwahrscheinlich. Das ist wohl das größte Problem. Aber ich denke, wir haben uns ordentlich geschlagen dafür, dass es wirklich furchtbar für uns aussah. Ripscale Predator gibt mir nochmal minimale Hoffnung. Der Gegner muss hier blocken. Blade Brand, okay. Ja, sowas haben wir schon vorher befürchtet. Das ist ein gewaltiges Problem. Ohne Blade Brand hätte ich jetzt gesagt,
hätten wir hier nochmal gewinnen können. So, also ich rechne hundertprozentig mit dem Agent of Treachery. Der wird meinen Predator klauen und dann... Das wäre vielleicht ein Grund gewesen, den Predator zurückzuhalten. Also eventuell haben wir einen riesigen Fehler gemacht. Ja, das war's wohl. Wir hätten den Predator zurückhalten. Da kommt der Quality of Gales. Haben wir irgendwelche Outs? Wir haben leider nur einen Schock. Aber ich meine, klar, die Deckqualität vom Gegner ist natürlich auch mal wieder... Also was haben wir? Drei Cloudkins hier. Mit Pattern Matcher zusammen. Agent of Treachery, Cavalier of Gales. Da können wir halt einfach nicht mithalten. Das ist okay. Dafür haben wir uns halt echt noch gute Mühe gegeben. Ja, also gut Game. Ich finde, da können wir auch, da müssen wir jetzt auch nicht irgendwie ja, uns verstecken. Ich finde, wir haben noch sehr, sehr gut gehalten. Ich hatte das Spiel schon viel früher abgeschrieben und wir haben uns noch wirklich viel Mühe gegeben, durchzuhalten. Ich sag, einziger Fehler war, den Predator auszuspielen. Wir hätten den Gegner, die Spinne, klauen lassen sollen mit seinem Agent of Treachery. Denn dann hätten wir noch... dann hätten wir nur durchaus noch gewinnen können. Also es war auf jeden Fall ein großer Fehler, ne? Ohne Frage. Das Ding hätten wir noch so eventuell rumreißen können. Aber auch das Blade Brand, wenn das nicht gekommen wäre vom Gegner. Aber das lag ja nicht in unserer Macht, das zu entscheiden. Das war ja Glück und Deckbau vom Gegner. Aber eben das, was in unserer Macht stand, die strategische Entscheidung war, den Rapscale Predator eine Runde zurückzulassen. Und es hätte gut sein können, dass der Gegner eben den Agent of Treachery ausgespielt hätte, um die Spinne zu klauen. In dem Fall... Ja, wäre zwar auch noch der Cavalier gekommen, aber auf den hätte man noch eine Menge Antworten gehabt. Und es wäre noch offen gewesen. Also von daher, ja, schade, dass wir das so geschmissen haben. Für die minimale Chance, dass der Gegner keinen Agent of Treachery auf der Hand gehabt hätte, war der Ripscale Predator aber natürlich super, weil der hätte den Gegner auch im nächsten Angriff getötet. Von daher ist es ist ein knappes Ding, aber ich war mir ja relativ sicher, da der Gegner kaum noch Karten auf der Bibliothek hatte, die er bzw. wir noch nicht gesehen hatten. Aber ich denke mal, es wäre doch die richtige Entscheidung gewesen, den zurückzuhalten. Also, naja, Schande über uns. Trotzdem, wir haben es noch fast gerissen und das gegen ein Deck, was, wie gesagt, auf jeden Fall ein paar Bomben hatte, mit denen wir... so nicht so einfach mithalten konnten. Nun gut. Ja, dann würde ich mal sagen, war ja erst der erste Loss. Wir können weitermachen. Also ab in die nächste Runde. Bis gleich.